Hallo Freunde des gut kultivierten Achterbahnbaus, hier bei RCT2 Germany. Mein Name ist MC, wir spielen Let's Build a Theme Park und ihr kennt das alle schon. Deswegen hören wir auf, euch zu begrüßen und fangen an. Wir werden heute unseren kleinen hanseatischen Dock-Abschnitt vollenden. Sprich, wir werden hauptsächlich die Halle von dem Watercoaster, von dem Super Splash, Entschuldigung, machen. Und wir werden noch etwas anderes machen, aber das verrate ich euch noch nicht. Das ist eine Überraschung. Ne, ist es eigentlich nicht, aber wir tun einfach mal so, als wäre es eine Überraschung. Ich habe bei dem ganzen Abschnitt hier ziemlich intensiv versucht, da irgendwie Abwechslung mit reinzubringen, aber ob das dann am Ende so gut geklappt hat, wie ich mir das einbilden möchte, das bleibt euch selbst überlassen, das könnt ihr euch mal selber angucken. Ich weiß noch nicht, ob das denn die finale Version bleiben wird, von dem, was wir da jetzt hier heute machen werden. Ob ich da jetzt für die Mittwochsfolge schon weitermachen werde, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich werde auf alle Fälle da noch dran rumschrauben, dran rumbasteln. Aber ich weiß eben noch nicht genau, in welcher Folge. Ich weiß also jetzt noch nicht, was wir jetzt nächste Folge machen. Hab mir noch keinen wirklichen Plan gemacht. Aber ich nehme schon wieder Sachen vorweg und so. Und das wollen wir dann eigentlich nicht. Jetzt gucken wir uns das erstmal an. Also wie schon gesagt, ich habe hier eigentlich versucht, das Ganze so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Ich habe natürlich auch das Vorbild in Anführungszeichen von unserem Speicherstadtbereich, den wir damals im Inselfieber gebaut haben. Wollte aber ehrlich gesagt das Ding jetzt nicht einfach nachbauen, obwohl es mir sehr gut gefällt. Wollte es nicht einfach nachbauen, sondern mal wieder was Eigenes probieren. Und da habe ich mir jetzt eben mal überlegt, der Speicherstadtabschnitt war ja eigentlich ein riesiges Gebäude, das auch komplett gleich angemalt war. War ja komplett in diesem Rostrot. Und da wollte ich jetzt hier so ein bisschen von weggehen. Ich wollte es einfach so ein bisschen mehr Abwechslung machen. Ich wollte ein bisschen mehr Farben mit reinbringen. Jetzt, wenn ihr seht es ja, wir haben jetzt hier schon, wir haben das Rostrot, wir haben das Braun, wir haben das Grau, wir haben jetzt hier dieses Lila. Aber auf der anderen Seite seht ihr natürlich auch, dass viele von den Objekten, die mit in die Wand verbaut wurden, eben dann doch wieder dieses Rostrot oder doch wieder irgendwelche Rottöne sind. Ist also im Endeffekt dann doch alles ein bisschen rot geworden. Gerade die drei Häuser da, das Eckhaus, die zwei Eckhäuser und das rote Gebäude dahinter, ist wieder alles sehr sehr rotlastig geworden. Deswegen bin ich am überlegen, ob wir nicht doch einfach nochmal ins Fieber reinschauen und gucken, dass wir da nicht kopieren, aber uns näher an dem Vorbild halten, weil das denke ich mal, oder weil meiner Meinung nach zumindest eigentlich so ziemlich mit das perfekte das perfekte Vorbild, sagt man es so, das perfekte Anschauungsmaterial darstellt. So, hier habe ich mich dann dazu entschieden. Eigentlich wollte ich zwei Lifte machen, also zwei von diesen Baukränen, damit jedes Stockwerk. Bullshit, ich wollte eigentlich zwei Kräne bauen, habe mich aber dafür entschieden, dadurch, dass ich hier die Eingänge so nah beieinander gelegt habe. Einfach einen Kran in die Mitte zu bauen, der dann beide Lagerhäuser steuern kann. Fand ich irgendwie besser, als dann da einfach so in einem Feldabstand quasi noch einen zweiten Kran zu bauen. Fand die Alternative wäre wirklich nur gewesen, den Schacht von dem roten Gebäude in die Mitte vom roten Gebäude zu legen. Und dann wäre der Abstand aber zwischen den beiden Schächten meiner Meinung nach einfach zu klein gewesen, als dass es irgendwie sinnvoll gewesen wäre, das wirklich so zu machen. So, hier die Ausfahrten aus den Gebäuden. Ich habe diesmal noch keine Dächer oben drauf gesetzt, also deswegen nicht komplett zugemacht wie beim ersten Versuch. Einfach um die Übersicht zu verbessern, wenn man halt wirklich hinter dem Gebäude nichts gesehen hat oder hinter diesen Röhren, also man konnte da im Prinzip nichts mehr bauen, da ging gar nichts mehr. Deswegen wollte ich es jetzt diesmal offen lassen.
Und mir das dann für den Schluss aufheben, sozusagen. Bis ich dann aber auf die Idee hier gekommen bin. Im Endeffekt habe ich da schon vorher so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, dass die beiden Ausfahrten aus dem Gebäude eben ganz große Kräne darstellen sollen. So ganz große Ladedinger, Laderampen. Und das habe ich jetzt hier eben so ein bisschen gemacht. Das ist jetzt quasi freischwebend, wird hier an diesen Stützstreben am Haus befestigt, das ganze Gedöns, dass es halbwegs daraus aussieht. Aber im Endeffekt ist da jetzt weder ein Dach drüber noch irgendwie ein Tunnel drin, sondern es wird halt einfach so jetzt bleiben. Auch wenn ich später das Ding an sich noch umbauen werde, wird hier so die Befestigung von den Schienen und die Ausfahrt, nee, nicht außer der Lift von Schienen, wird so bleiben. Also selbst wenn das Haus wegkommt, wo die Schiene rauskommt, wird das Konstrukt an sich auch im neuen Haus dann so übernommen werden. Weil mir das, wie schon gesagt, eigentlich relativ gut gefällt. So, hier haben wir wieder ein braunes Haus mit roten Dingern gebaut. Das haben wir noch nie gemacht. Was soll man da sagen? Auch die Idee, also was vielleicht so ein bisschen noch ein Ding war, war hier eben so ein bisschen auch grünes Zeug mit reinzubringen. Deswegen, weswegen ich hier eben auch vor vielen Häusern noch dieses eine Feld frei habe, wo man dann später Bepflanzung hinbauen kann. Das mag das Ganze zwar vielleicht ein bisschen auflockern, aber im Endeffekt ist es komplett fehl am Platz, weil im Hamburger Hafen ist jetzt vor den Häusern auch nicht noch ein Blumenbeet, bevor da jetzt der Pier anfängt, der Kai anfängt. Deswegen werden die auch später wegkommen. Ob ich dann die Häuser jeweils vorziehen werde oder ob ich die Wege noch breiter mache, weiß ich noch nicht. Ich denke aber, ich werde eher die Häuser vorziehen. Einfach weil, wenn die Wege zu breit sind, dann wird es pieptechnisch, spielmechanisch ein ziemliches Desaster, weil die Leute dann wirklich total ausrasten auf diesen 5, 6 Felder breiten Wegen. Deswegen müssen wir da nochmal schauen, wie wir das machen, aber die Wege dürfen da nicht so breit werden, weil es sonst einfach später, wie schon gesagt, mega das Chaos gibt. So, hier habe ich mir dann überlegt, anstatt jetzt irgendwie farblich so ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, machen wir texturenmäßig Abwechslung, dass wir ein paar Holzhäuser mit reinnehmen. Das machen wir am besten auch nicht. Also das wird in der nächsten Folge auch wegkommen. Oder in nächster Zeit wegkommen. Weil wir eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite von einem See den Wikingerbereich machen wollen. Und der wird ja schon komplett so gestaltet, so komplett so skandinavisch, nordisch, mit viel Holz und wenn wir dann hier auf der Seite das auch haben, dann würde sich das irgendwie beißen. Das wird irgendwie, wäre das dann komplett sinnlos, das Ganze in Bereiche aufzuteilen. Henning, ich nehme gerade ein Video auf. Willst du mit aufs Video? Das Essen habe ich aufgegessen. Ja, ich bin eine Schlampe. Jetzt bin ich eine Schlampe, weil ich meinem Bruder von meinem Geld gekauftes Essen weg ist. So was. Schlimm ist das. Ganz schlimm. Ich nehme noch einen Schluck von meiner Capri-Sonne. Wenn es euch nichts ausmacht. Die gab es irgendwie umsonst. Gott sei Dank, mal gekauft hätte ich den Scheiß nicht. Capri-Sonne Monster-Alarm, was sie sich jedes Mal für einen Scheiß einfallen lassen. Wenn dann der kleine Monster zusammengepresst und getötet. Das müssen wir mal der Peter schicken. Die macht dann da bestimmt ein geiles Plakat raus. Boykottiert Capri-Sonne, sie töten kleine Monster. Was ich aber an sich nicht schlecht finde, ist die Idee oder die Umsetzung mit den großen Kränen hier. Dass wir eben da ein, zwei von diesen großen Kränen machen. Die will ich definitiv häufiger machen. In der neuen Version, die dann irgendwann mal kommt. Ob wir die jetzt so wie hier auf so einem Vorbalkon anbringen oder ob wir die dann wie weiter wie drüben. Auf der anderen Seite von der Halle oben aufs Dach draufsetzen, weiß ich noch nicht. Aber ich will auf alle Fälle mehr von diesen großen Krähen haben. Und ich wollte letztendlich auch noch irgendeinen Nutzen in dieses Haus einbinden, deswegen haben wir da jetzt den Geldautomaten reingesetzt. Geldautomaten sind, kann man nie genug haben.
gerade dann, wenn man so wie wir jetzt hier mit Eintritt pro Fahrgeschäft spielen, geht den Leuten doch schon relativ schnell das Geld aus. Und wir haben bis jetzt zwei Geldautomaten, die sind relativ weit verteilt im Park. Der eine ist ja in Skyrim und der andere ist in der Main Street vorne drin. Und ich denke mal, da müssen wir noch nachrüsten, dass zumindest mal der Japan-Bereich noch einen Geldautomaten kriegt. Und vielleicht sogar auch noch der Dschungelbereich. Dass wirklich jeder Bereich eigentlich so einen Geldautomaten in der Nähe von den großen Attraktionen hat. Damit den Leuten halt wirklich nicht das Geld ausgeht. Weil das wäre natürlich extrem blöd. Und sinnfrei auch irgendwo. Ich meine, jetzt im Europapark ist es eine Sache, da gibt es Geld für den Eintritt aus und dann reicht es normalerweise für den Rest vom Tag. Und dann hast du halt einen Geldautomaten da und den, ja, der reicht dann. Wenn du jetzt wirklich bei jeder Fahrt bezahlen musst, werden mehrere Geldautomaten schon nicht schlecht. So, hier oben auf the top of the hall, oben drauf die Halle, noch den kleinen Ausgang, dass man eben auch aufs Dach der Halle drauf kann, um da oben, keine Ahnung, Wartungsarbeiten durchzuführen oder so erste Raketen abzuschießen, was weiß ich nicht. Die beiden Lüftungsschächte, die hier noch rausgehen. Ist natürlich wichtig, dass so eine große Halle, wie die da unten drin ist, gut durchlüftet wird. Wenn da unten richtig scheiß Luft ist, dann ist es auch kein Spaß. Vor allem wird da drin ja extrem viel mit Effekten gearbeitet. Das weiß zwar kein Mensch außer mir, aber da drin werden die größten Pyros abgeschossen, die jemals in einem Freizeitpark zufüge waren. Und da wäre es natürlich blöd, wenn da nicht genug Lüftung da wäre, um die ganzen Dämpfe und Scheiß wieder rauszuziehen aus der Halle. So, hier möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich faul war, obwohl es eigentlich schon so ist. Aber hier war einfach die Idee, den Berg noch ein bisschen in die Richtung zu erweitern, weil jetzt da eine richtige getämte Rückseite zu bauen wäre irgendwie Schwachsinn gewesen, weil man die eh nicht gesehen hätte. Und bevor ich dann da einfach so eine graue Rückwand mache, so eine Blechrückwand, und die dann mit irgendwelchem Wald oder sowas versperrt, machen wir lieber den Berg noch ein kleines bisschen weiter, so wie jetzt, und verstecken das so dahinter. Das war mir irgendwie die, kam mir vor, als wäre das die bessere Lösung für das Problem. So, auch hier wieder so ein kleiner Kran. Und dann hier noch ein bisschen eben mit dem Berg hoch, dass es so ein kleines bisschen dynamischer da hoch geht und nicht einfach direkt nach dem Haus so runter, so hoch geht. Ist es da vielleicht nicht so 100% realistisch betrachtet sinnvoll, das so zu machen, mit dem Berg, der quasi vor dem Haus schon ist, aber ich glaube, es ist, glaube ich, die bessere Lösung im Großen und Ganzen. So, hier habe ich mir überlegt, wir bauen noch einen Rückeingang, einen rückwendigen Rückwandeingang für das Restaurant. Ziehen hier einen Weg komplett außen rum, der in dem Gebäude einmal außen rum geht. Können wir dann nämlich auch mehr Bänke und mehr Sitzmöglichkeiten machen, weil ich will ja wirklich, dass es so ein richtiges schönes Restaurant ist, wo die Leute dann auch drin sitzen können. In der Realität des Spiels wäre es quasi jetzt ein SB-Restaurant, Selbstbedienungsrestaurant. Und ich wollte aber einfach mal auch ein Ding machen, wo die Peeps auch wirklich sich hinsetzen können, weil bei den ganzen Restaurants, die wir bis jetzt gemacht haben, sind es ja immer in sich abgeschlossene Dinger gewesen, Wegstücke, das heißt, die Leute können dann gar nicht auf diese Wege drauf. Und hier wollte ich jetzt halt einfach mal so machen, dass da auch wirklich Sitzmöglichkeiten für die Peeps sind. Bei dem Restaurant müsste man noch dazu sagen, das ist jetzt einfach nur eine Überlegung, wie ich so grob die Struktur von einem Gebäude haben will. Die Farben sind noch nicht endgültig, die Struktur an sich ist auch noch nicht endgültig, die ist mir auch noch ein bisschen zu, ja, zuwider, sage ich jetzt mal, und zu untypisch auch. Also wird sich auf alle Fälle noch was tun, wenn ihr jetzt schreiben müsst, ja, die Farben sind kacke und das hatten wir alles schon mal, dann das könnt ihr euch sparen, weil es wird eh wegkommen. Es wird eh nochmal geändert. Farbenmäßig möchte ich weg von dem Rot-Grün, das hatten wir schon im Yamatai-Bereich, möchte halt irgendwas in Anführungszeichen seemännischerisches, ich weiß aber nicht genau, was jetzt so seemännerische Farben sind, wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr die natürlich schreiben. Dafür bin ich natürlich gerne, nämlich habe ich immer ein offenes Ohr. Aber ich möchte halt auf alle Fälle nicht
möchte vor dem Rot-Grün einfach weg. Also wenn wir jetzt unter Umständen das Ding, die große Halle hinten neu machen, wird die wahrscheinlich auch eine einheitliche Farbe bekommen und die wird höchstwahrscheinlich halt dieses Rostrot sein. Und dann möchte ich hier jetzt eben mal eine andere Farbkombi auch haben. Um auch Abwechslung mit reinzubringen, farblich. Ich weiß aber, wie schon gesagt, noch nicht genau, welche Farben das dann letztendlich sind. Zu grell dürfen sie natürlich auch nicht sein, weil sonst ist es ja auch wieder, beißt sich die Katze in den Schwanz, ist es wieder zu unrealistisch. Aber ja, wir werden sehen. Leute, wir sehen uns am Mittwoch. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, viel Erfolg mit was auch immer. Haltet die Ohren steif, bis dahin und danke fürs Zuschauen. Tschüss.